Sunshine! Was geht ab, Freunde? Und willkommen zurück beim Fitness Elevator. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wir sind jetzt auf dem Lidl-Parkplatz und es geht zum Einkaufen. Denn Manuel und mir sind die Gains ausgegangen. Nimm mal bitte eine Tüte mit, damit ich nicht die 100. kaufen muss. Ich habe jetzt extra heute mal ein paar Tüten mitgenommen. Nein, nimm die ist stabil. So, Attacke. Ja, dann nehmen wir euch mal mit und zeigen mal, was ich so eigentlich esse. Also hier wird nach mir gegessen, nicht nach Manuel. Ja, deshalb habe ich auch abgenommen jetzt. Ja. Scheiße. In der Diät. Wer ist dieser Abnehmen? So, ab geht's. Wir brauchen Obst auf jeden Fall. Ja, habe ich noch ein paaar, aber die hole ich ja sowieso bei allen Zucker wegen weniger Fett. Ja. Denn die Haferflocken herkömmlich. Die herkömmlichen Haferflocken haben ja 7 Gramm Fett auf 100. Ja. Und die von Alnatura, die Dinkel bzw. 5 Korn, haben ja nur 3. Das heißt, es ist echt Beste. Spezial. Datteln. Beste. Was ist auf Datteln? Ja, Datteln sind geil. Datteln sind Hammer. Datteln? Ja. Datteln ich überhaupt gar nicht drauf, ne? Datteln nehme ich mit. Haben gute Nährwerte? Jo. Was sagt der? Nur. Beste Karte. Zucker. How to pick up a banana. Also grundsätzlich ist es immer so. Ich habe immer Bananen zu Hause. Ja? Immer. Ich kaufe jedes Mal 3 Kilo direkt. Jeden Tag mindestens 2 Bananen. Mindestens. Eine morgens und eine nach dem Training? Nee. Morgens eigentlich meistens nur. Weil? Ja. Weil viel Magnesium, Kalzium, Vitamin C. Oder auch eigentlich nicht. Alles, was man braucht, gut Kohlenhydrate. Ja. Braucht man mehr? Nicht alleine bin. Das tut so, als ob ich ihm alles wegessen würde. Ja. Ich esse gar nicht so viel. Geht. So. Wagen ist voll, das war's. Danke. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Ja. Frischfleisch. Was sagst du? What else? Mit Face, in your face. Man sieht, dass du eine Glatze bekommst. Fuck you. Ich verfolge dich. Das ist so fake Ben & Jerry's Eis. Original. Wie heißt das? Master Taster. Das heißt sogar noch, wie das Ben & Jerry's Eis. Cookie Dough. Banana Delicious. Yeah. Fuck you. Same, all same. Erdbeeren. Gefrorene Erdbeeren. Die gibt es dann immer, die taue ich mir am Abend vorher auf. Und dann mache ich mir die eigentlich seit eineinhalb Jahren mit dem Müsli. Nice. Schmeckt quasi abwechslungsreich. Sehr abwechslungsreich. Ich wechsle da doch eher mit den, mit den Flocken. Manchmal habe ich mir das manchmal mit Haferflocken, dann wieder Dinkelflocken, nee, dann doch wieder Hafer und Dinkel. Nein, 4-5 Pfann Flocken. Choco Crispy oder irgendwelche anderen. Zerebralien. Zerebralien. Cerealien. Scheiße. Mann. Cerebralien. Ich habe heute Kopfschmerzen, weil er so viel redet. Die Klasse. Oh, Scheiße. Hier, beste Gemüse. Das ist das, wovon ich schon erzählt habe. Ich glaube, ich habe davon noch 5 Stück. Kilo-Gemüse, ja. Von Lidl. 10 Gramm Fett, nenne ich, oder? Ja. Auf 500 ist eine Packung. 10 Gramm Fett, gut. Aber ist aber hält sich in Grenzen. Aber das ist extrem geil, das Zeug. Schmeckt so geil. Ja? Ja, absolut. Gut, ein bisschen Dextrose, bla bla. Dextrose ist gut für uns. Jetzt warte mal, lass mal kurz schauen, was wir aufgeschrieben haben, beziehungsweise ich. Ich sehe da richtig fertig aus, du.
Ja, so siehst du immer aus, Mann. Fuck you. Ja, wollen wir noch was eigentlich? Ja, ich weiß. Pudding. Nee. Den Pudding haben wir. Von allen Natura noch hin. Den haben wir auch. Essen tun wir sowieso aus. Krass. Wir tracken heute nicht. Überlegen, wollen wir heute noch einen Sport noch mal zum Grillen, Einweggrill? Du hast schon drei Einweggrill. Ja, aber ich sag, weil wir die eben haben. Das heißt, da müssen wir Fleisch holen. Fleisch, Kohle. Nee, Kohle nicht, wir haben Einweggrill. Soll ich sagen, Kohle drin? Ja. Ja, ich hab gedacht, das ist das Gestell. Ihr habt ja keinen Einweggrill bei euch? Nee. Echt nicht? Wir kaufen uns immer Webergrill und dann schmeißt du die direkt. Das baut etwas humaner, das Ganze. Ja, warte, dann brauchen wir quasi Krautsalat haben wir. Echt? Ja. Ich steck dich einfach im Kühlschrank. Oh Mann. Die gibt gute One mit 40% Fett. Zum Grillen aber nur. Wir essen dafür nur 20% davon. Ja. dann wirst du in Ordnung. Dann passt es. Schön. Weil 40% im Milchanteil, ne? Am Ende des Tages sind es nur 10% auf 100 Gramm. Genau. Aber die haben ja leider kein Light, sonst hätte ich auch den Light genommen, aber. Jetzt müssen wir leider fett werden. So. Das gute. Mhm. Erzähl mir mehr vom Fleisch. Ich überlege, ob wir das nicht. Es war mir gerade in Rewe Pfand abgeben. Ja, okay, tschüss. Ist das besser oder wie? Ja, das ist. Wobei, ich überlege, wie wir das sowieso frisch holen müssen. Okay. Weil wir haben ja alles bei mir im Auto, das heißt, dass wir nach dem Sport direkt. Warmes Fleisch haben. Ja, direkt Dingens kommen. Zu Rewe-Kost reinfahren, zwei Packen Fleisch rausholen, Brot oder irgendwas Kohlenhydratlastiges. Ich möchte mal die Kartoffeln probieren von Arne gestern. Wo hat er die her? Okay. Rewe. Ja? Ja? Ja, dann holen wir die auch. Ja. Ja, dann brauchen wir den Kräuterquark nicht, weil da gibt es auch Gleis bei Rewe. Okay, dann hau ab. Gut, dann war's das. Also. Eine kurze Zusammenfassung hier. Bananen, Datteln für mich, Himbeer, Erdbeer, Ziegenbeer, also quasi Früchte to go, Frozen Früchte. Und das war's auch schon wieder. Mehr kaufen wir nicht, weil das Budget ist begrenzt. Oder, Digga? Das Budget ist begrenzt, wir sind fertig. Ja, das ist... Die wichtigsten Vitamine, zum Thema Vitamine supplementieren, ne? Also wenn man das jeden Tag isst, mehr oder weniger, ich esse ja wirklich Himbeeren. Himbeeren, Erdbeeren, Bananen, da braucht man keine Tabletten. Okay, Vitamin hier D3 vielleicht. Wobei jetzt für uns zum Beispiel letzten zwei Tage definitiv nicht. Ja, aber wenn du genug Sonne hast, ist es okay. Zink vielleicht. Das war's. Dann brauchen wir nicht. Vor allem sind die Vitamine, die es eigentlich in den Drogeriemärkten und hier in den Supermärkten gibt, dieses Magnesium, die sind gar nicht elementar, beziehungsweise die nimmt der Körper überhaupt gar nicht wirklich auf. Nee. Das merkt man auch jedes Mal. Im Gym. Weil der Extrem müsste man darauf achten, wenn ihr so Magnesium nimmt, das wird größtenteils alles ausgeschieden. Ja. Das sieht man den kräftigen Farblichen. Wie wär's mit etwas Haarfarbe, Digga? Hast du Haarfarbe? Haarfarbe? Ja. Okay, das war's. Wir zahlen jetzt, oder Tapia zahlt jetzt. Es dauert ein bisschen länger bei ihm. Ja, das ist krass. Okay, jetzt, ja. Scheiße. Er möchte heute grillen. Spontanes Grillfest. Alleine. Leider ja. Nein. Was soll das hier? Naja. Was ich mir auch immer gerne isst, was ganz geil ist. Gehen immer ja, die sind geil. Kidney passt noch. Rein? Jo, hab ich auch. Mit allem. Ich hau mir immer Kidneybohnen in alles rein. Echt? Alle Kidneybohnen in Reis, echt? Kidneybohnen. Okay, Nudeln esse ich ja nicht. Keine Nudeln. Kidneybohnen mit Kidneybohnen. Ich esse auch dazu gerne Kidneybohnen. Ja, zu den Kidneybohnen. Oder morgens zum Frühstück, Abendflocken mit Kidneybohnen. Und Ei. Genau. Oh, Rührei mit Kidneybohnen. Wobei, das ist geil. Ja, das stimmt. Das ist wieder gut. Es sieht aus, als wäre dieser Wagen klein. Das stimmt aber nicht. Wir sind einfach dick und groß. Genau. Deshalb haben wir. Wir haben auch relativ viel eingekauft. Ja.
Blumen? Wollen Sie Rose kaufen? Wolle Kaffee-Rose? Billig, billig. Ne, das reicht. Ja. Sunshine!